Ja, ich möchte mal wieder was Neues probieren und meine Angst ist, dass gleich weder Video noch Audio auf dieser Aufzeichnung sein werden, aber wir werden es sehen. Okay, im letzten Video hatte ich irgendwie in geistiger Umnachtung einen größeren Fehler gemacht. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Fehler gewesen. Alles, was in dem Video gemacht wurde, war korrekt. Deshalb habe ich es auch nicht runtergenommen. Nur am Ende war es völlig unnötig. Denn ich habe die Genauigkeit der Trapezregel von der zusammengesetzten Trapezregel von h auf h Quadrat erhöht und das sehr ausgiebig begründet, warum das eine gute Idee ist. Das Problem ist, dass ich im Video davor gezeigt hatte, dass die Trapezregel sowieso schon eine Genauigkeit von h Quadrat hat. Und das heißt, wenn Sie das implementieren würden, was ich da am Ende dieses Videos gezeigt habe, dann würden Sie feststellen, ja, das funktioniert überhaupt nicht. Beziehungsweise es funktioniert schon, aber es verbessert die Approximation nicht. Das heißt, es ist mit Sicherheit kein gutes Beispiel für die Richardson-Extrapolation. Deshalb möchte ich hier nochmal ein anderes Beispiel machen, das so ein bisschen auch unabhängig ist von ganzen Rest der Richardson-Extrapolation und hier nochmal von Anfang an nochmal sagen, wie das geht mit der Richardson-Extrapolation, was die Idee ist dabei und ja, warum, wie man sich erklären kann, dass das Ganze funktioniert. Okay, als Beispiel möchte ich schauen auf den Vorwärtsdifferenzenquotienten und dazu mache ich jetzt mal hier mich klein. Okay, wir wollen als Beispiel schauen einfach auf den Vorwärtsdifferenzenquotienten dh plus und bei dem wissen wir, der hat eine Genauigkeit der Größenordnung 1. Ja, der Fehler ist ein Groß O von h und das ist nicht gut und wir hätten vielleicht lieber einen Fehler der Ordnung Groß O von h Quadrat. Und Sie wissen, da gibt es natürlich eine andere Formel, nämlich den zentralen Differenzenquotienten, der tatsächlich eine Fehlerordnung von h Quadrat hat. Eine Fehlerordnung 2 oder ein Fehler von Groß O von h Quadrat. Aber wir wollen uns hier mal überlegen, wie könnte man mit Hilfe der Richardson-Extrapolation und dem ganz normalen Vorwärtsdifferenzenquotienten auch eine Fehlerordnung 2 sich verschaffen. Und dazu schauen wir uns mal ein Beispiel an. Zunächst mal hier rein numerisch. Da kriege ich das auch als Vollbild. Eigentlich ja. Ja, dann sehen Sie, glaube ich, ein bisschen mehr. Also Beispiel zur Richardson-Extrapolation und ja, Beispiel zur Richardson-Extrapolation und wir betrachten einfach mal die Aufgabe. Sie sollen numerisch differenzieren die Funktion f von x gleich Sinus x an der Stelle x gleich 1 und wir werden unterschiedliche Werte von h benutzen für diese numerische Differenziation. Das heißt, wir werden ausrechnen dh plus von x, die Vorwärtsdifferenzenquotienten mit Schrittweite h und dh halbe plus von x und das ist der Vorwärtsdifferenzenquotient mit der Schrittweite h halbe. Und ich werde benutzen den Wert h gleich 1/10. Ja? Das heißt also, wir machen diese Näherung für 1/10 und für 1/20. Okay, und das wollen wir eben ganz kurz implementieren. Ich habe das hier so kurz implementiert, wie es eben irgendwie ging. Zunächst mal brauchen wir unsere Funktion f von x, das war der Sinus. Wir wollen später die Genauigkeit unserer Formel uns anschauen. Das heißt, ich definiere mir hier auch das f' von x, das wir natürlich normalerweise nicht haben. Das ist einfach der Cosinus. Und ich definiere mir auch das dh plus, das ist einfach der Vorwärtsdifferenzenquotient, also f von x plus h minus f von x durch h. Okay, vorgegeben war x gleich 1 und h gleich 1/10 und ich berechne einmal diese Näherung d0, das ist das dh plus das ist das dh plus von x, das wir oben hatten. Das wäre also gratis f von x plus h minus f von x durch h. Und das dh halbe plus, und das nenne ich hier der Einfachheit halber d1. Okay, außerdem schauen wir uns auch noch an, was sollte eigentlich rauskommen. Es sollte natürlich rauskommen die erste Ableitung. Das heißt, der wahre Wert ist das f' von x, also nichts anderes als der Cosinus.
Okay, und dann lasse ich mal den Fehler ausgeben. Wir wollen ja eigentlich die erste Ableitung berechnen. Das heißt, wir wollen den wahren Wert ausrechnen. Und ich gucke mir an, wie genau dieser Vorwärtsdifferenzquotient für h und h halbe ist. Und das ist einfach der Betrag von d0 minus wahrer Wert beziehungsweise d1 minus wahrer Wert. Wenn ich das ausgebe, dann sieht man, naja, also ich bin natürlich nicht exakt, ja, der Vorwärtsdifferenzquotient ist nur eine Approximation. Und der Fehler, wenn ich als Schrittweite das h wähle, ist 0,042 irgendwas. Und der Fehler, wenn ich das h kleiner wähle, wenn ich die Schrittweite als h halbe wähle, ist 0,02125. Ja, erstmal, Sie sehen natürlich, je kleiner ich das h wähle, umso kleiner ist auch der Fehler, der hier auftritt. Das ist das, was wir erwarten. Ja. Und außerdem sehen Sie, naja, wenn ich die Schrittweite halbiere, dann halbiert sich auch der Fehler. Und auch das ist was, was wir erwarten, denn beim Vorwärtsdifferenzquotienten ist die Genauigkeit ein Groß O, ist Genauigkeit 1, der Fehler ist ein Groß O von H. Das heißt also, wenn ich die Schrittweite halbiere, dann sollte sich auch der Fehler halbieren. Und genau das ist das, was hier vorne steht. Natürlich alles nur so ungefähr. Ja? Aber das hier sehen Sie tatsächlich, diese Abschätzung ist sehr, sehr gut. Okay, Frage ist natürlich, warum wähle ich das h nicht einfach beliebig klein? Naja, die Antwort haben Sie ganz am Anfang in der Vorlesung schon mal gesehen. Ich kann das h nicht beliebig klein machen, weil dann irgendwann ich Probleme mit der Maschinengenauigkeit bekomme. Zudem ist dieses Problem hier jetzt sehr einfach. Da könnte ich jetzt tatsächlich das h noch ein bisschen kleiner wählen. Aber wenn Sie hier denken an die Integration, wenn ich da das h kleiner wählen würde, dann müsste ich ja plötzlich viel mehr arbeiten. Und es könnte attraktiv sein, dieses h an dieser Stelle so groß zu wählen wie möglich, weil ich dann tatsächlich am wenigsten arbeiten muss. Okay, und das sind die Näherungen, die wir bekommen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben für die Richardson-Extrapolation war, kann man das Ganze eventuell noch verbessern? Und die Idee, die wir dabei hatten, war, naja, also wir gucken uns mal diesen Vorwärtsdifferenzquotienten an, dh plus von x, und betrachten den einfach mal als Funktion von h und nicht als Funktion von x. Ja, und wenn wir uns den angucken als Funktion von h, dann gilt natürlich, dass Limes h gegen 0 dh plus von x ist die erste Ableitung. Das heißt also, wenn wir das hier mal als Funktion in h betrachten, was wir dann wirklich ausrechnen wollen, ist der Limes h gegen 0 dh plus von x. Und ja, wenn wir den korrekt ausrechnen können, dann haben wir tatsächlich die erste Ableitung bestimmt. Ja. Gut, jetzt können wir natürlich nicht tatsächlich diese Funktion dh plus für unendlich viele Werte ausrechnen. Das Einzige, was wir haben, sind die beiden Werte, die wir hier ausgerechnet haben. Okay, gut. Da könnten wir auf die Idee kommen, im Sinne dieses Kapitels, naja, anstatt dass wir die Funktion ausrechnen und versuchen, den Limes dieser Funktion für h gegen 0 auszurechnen, könnten wir ja auf die Idee kommen, naja, wir haben zwei Werte dieser Funktion. Ja, wir haben das dh plus für die Schrittweite h und und das dh halbe plus, also die Schrittweite h halbe. Und da kennen wir diese Werte von diesem Vorwärtsdifferenzenquotienten. Und anstatt, dass wir den Grenzwert der Funktion berechnen, berechnen wir einfach das Interpolationspolynom und berechnen den Grenzwert dieses Interpolationspolynoms. Naja, und das Interpolationspolynom ist stetig. Das heißt also, ich müsste einfach nur dieses Polynom an der Stelle 0 auswerten. Okay, gut. Die Idee ist gut. Zunächst mal, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Vorlesung gesagt habe, warum heißt das eigentlich Extrapolation, also Richardson-Extrapolation und nicht Richardson-Interpolation? Naja, also bei diesen normalen Interpolationsproblemen, da haben wir im Normalfall so einige Werte gegeben und wir versuchen, Werte dazwischen zu ermitteln, ja, indem wir interpolieren zunächst mal und dann einzelne Werte darin rausgreifen. Hier bei der Extrapolation haben wir die Werte für h halbe
und h gegeben. Das sind alles Werte, die rechts von der 0 liegen. Naja, und wir versuchen jetzt den Wert für an der Stelle 0 auszurechnen. Das heißt, das liegt außerhalb dieses Bereichs, wo tatsächlich unsere Werte der Funktion gegeben sind. Und ja, deshalb nennt man das Ganze auch gerne Extrapolation. Und übrigens, die Extrapolation ist extrem schwierig eigentlich, aber in diesem Fall für Richardson funktioniert es tatsächlich relativ gut. Und wir werden nachher sehen, warum. Okay, gut, also die Idee könnte sein, statt dass wir den Limes h gegen 0 dh von x berechnen, berechnen wir das Interpolationspolynom, das an der Stelle h den Wert d0 annimmt und an der Stelle h halbe den Wert d1 annimmt. Und dieses Interpolationspolynom werten wir dann einfach an der Stelle 0 aus. Okay, glücklicherweise, dafür gibt es komplette Python-Funktionen. Das heißt, da brauchen wir überhaupt nichts zu programmieren. Wir suchen uns das Polynom, das an der Stelle h den Wert dh annimmt. Ich hatte es ursprünglich mal anders genannt. Also das sollte ein d0 sein und das zweite sollte ein d1 sein. Die Werte sind gleich. Ja, ich korrigiere das nachher nochmal. Genau das ist das, also das Polynom, das an der Stelle h den Wert dh annimmt und an der Stelle h halbe den Wert den 1 annimmt, den 0 und d1 annimmt. Okay, gut, und dann werten wir dieses Polynom aus an der Stelle 0 und schauen uns mal an, das ist also die Näherung der Richardson-Extrapolation. Nochmal, wie ging das jetzt? Polynom, Interpolationspolynom berechnen, an der Stelle 0 auswerten. Und die Näherung, die rauskommt, naja, die habe ich jetzt D. Richardson genannt. Und ich habe den Fehler hier einfach nur, ich habe nicht die Näherung angegeben, ich habe nur den Fehler angegeben. Und Sie sehen, der Fehler ist jetzt so in der Größenordnung 4 mal 10 hoch minus 4. Vorhin das H und das H halbe, die hatten beide einen Fehler in der Größenordnung 2 mal 10 hoch minus 2, Größenordnung 10 hoch minus 2. Und das heißt, die Richardson-Extrapolation liefert uns hier einen viel, viel besseren Wert als die beiden Näherungen, die wir reingesteckt haben. Nochmal, wir haben nicht irgendwie zusätzlich nochmal gerechnet oder so, sondern wir haben einfach nur diese beiden Näherungen, die wir schon hatten, genommen, haben was damit gemacht, nämlich das Interpolationspolynom berechnet und auf wundersame Weise haben wir plötzlich einen viel, viel besseren Wert als vorher. Okay. Das wollen wir, also zunächst mal ist es nicht so ganz klar, warum das so ist und deshalb wollen wir ein bisschen rechnen und wollen uns klar machen, dass das tatsächlich, was wir gemacht haben, eine gute Idee war. Und zunächst mal möchte ich Ihnen nochmal hinschreiben die Formel für den Vorwärtsdifferenzenquotienten. Das ist, warum bin ich eigentlich rot mit einem grünen Stift? Auch egal. dh plus von x ist f von x plus h minus f von x durch h. Und wie gesagt, also für uns ist jetzt hier x und f sind praktisch konstant und wir betrachten das Ganze als eine Funktion in h. Okay, dann haben wir ausgerechnet, dass d1 gleich dh plus von x und das d0 hatte ich, Entschuldigung, das erste hatte ich d0 genannt und das zweite war das d1 und das war der Vorwärtsdifferenzenquotient mit der halben Schrittweite. Jetzt wissen wir schon, die Genauigkeit des Vorwärtsdifferenzenquotienten ist ein Groß O von h. Und es gilt sogar ein bisschen mehr, und das werde ich jetzt ohne Beweis benutzen. Es gilt nämlich, dass das d0 minus f' von x, und nochmal zur Erinnerung, ja, das f' von x, das soll eigentlich rauskommen, das d0 ist der Vorwärtsdifferenzenquotient, der für h gegen 0 dagegen konvergiert. Naja, das ist nichts anderes als f von x plus h minus f von x durch h minus f' von x. Ja, und da hatten wir bereits
gezeigt. Das ist auf jeden Fall mal ein Groß-O von H. Das heißt, das lässt sich abschätzen durch eine Konstante mal H. Tatsächlich kann man es sogar in eine Taylor-Reihe entwickeln. Ja, Sie können sofort sehen, wenn das F ausreichend häufig differenzierbar ist, dann können Sie statt des Fs hier vorne, naja, da können Sie nicht nur bis zum zweiten Glied entwickeln, wie wir es beim Beweis zum Vorwärtsdifferenzenquotienten gemacht haben, sondern Sie können noch sehr viel weiter entwickeln. Und ja, was rauskommt, ist auf jeden Fall, dieser Fehler ist entwickelbar in eine Potenzreihe, die beginnt bei H. Das ist sowas wie C1 mal H. Und den Rest schätzen wir einfach sofort wieder ab durch ein Restglied. Das ist ein C1 mal H plus ein Groß O von H². Okay, dasselbe können Sie natürlich auch machen mit dem D1. Ja? D1 minus f' von x. Naja, ich spare mir das jetzt. Es kommt genau dasselbe raus, natürlich nur für statt h steht da h halbe. Ja? Das heißt also, das ist c1 mal h halbe plus ein Groß O von, naja, hier steht jetzt eigentlich ein h Quadrat Viertel, aber Konstanten interessieren uns beim Groß O sowieso nicht. Das heißt, das hier bleibt ein Groß O von h Quadrat. Okay. Gut, das wissen wir. Und was wir gemacht haben bei der Richardson-Extrapolation war, wir haben uns jetzt ein Interpolationspolynom besorgt. Und wir haben uns ein Polynom P besorgt, für das galt P von H gleich D0 und P von H halbe gleich D1. Okay, und was wir natürlich ausrechnen wollen, ist eigentlich der Limes h gegen 0 p von h, aber naja gut, also p ist ein Polynom, das heißt also, was wir später machen werden, ist, wir werden einfach nur p von 0 auswerten. Okay, gut, jetzt gehen wir mal explizit dieses Interpolationspolynom an. Zunächst mal, wir haben zwei Interpolationspunkte. Das heißt, es ist schon mal völlig klar, wir brauchen ein lineares Interpolationspolynom. Und ich gebe das mal an. Ja, wir wissen ja nach Lagrange, wie sowas aussehen muss. Das P von H, ups, P von T, Entschuldigung, P von T, das muss irgendwie so aussehen wie T minus H mal irgendwas plus t minus h halbe mal irgendwas. Und das irgendwas, das überlegen wir uns jetzt ganz schnell, was das sein muss. Zunächst mal an der Stelle h, da soll ja d0 rauskommen. Okay, was passiert an der Stelle h? Der erste Term vorne geht weg und der zweite Term, da steht ein h minus h halbe. Das ist also ein h halbe. Wenn ich das mal noch mit 2 durch h multipliziere, dann kommt da 1 raus. Und wenn ich das nochmal mit d0 multipliziere, dann, ja, dann ist der Wert an der Stelle h tatsächlich d0. Das ist schon mal prima. An der Stelle h halbe soll d1 rauskommen. Und gucken wir uns an, was dann passiert. Naja, also dann fällt dieser zweite Term da unten, der fällt weg, ja, weil dann t minus h halbe steht. Oben steht ein h halbe minus h, gibt ein minus h halbe. Und wenn ich hier vorne einfach mal ein Minuszeichen davor mache, und das Ganze wieder mit 2 durch h multipliziere, dann sehen Sie, naja, für h halbe kommt aus dem ersten Term oben, da kommt 1 raus. Und wenn ich das jetzt nochmal mit d1 multipliziere, das ist kein p, sondern ein d, ja, wenn ich das nochmal mit d1 multipliziere, dann kommt an der Stelle h halbe tatsächlich d1 raus. Das heißt, dass das, was da steht, ist das lineare Interpolationspolynom zu den Stützstellen h halbe und h und den Stützwerten d0 und d1. Okay, unsere Idee bei der Richardson-Extrapolation war jetzt, wir werten dieses Polynom an der Stelle 0 aus und ja, schauen wir mal, was da rauskommt. P von 0, wenn ich t gleich 0 setze, dann steht da plus 2 mal d1. Und wenn ich unten 0 einsetze, dann steht da minus, alles geht raus, minus d0.
Das heißt, als wir vorhin dieses Polynom berechnet haben und dann mit Python eingesetzt haben in dieses Polynom, haben wir eigentlich nichts anderes ausgerechnet als 2 mal D1 minus D0. Ja? Nichts anderes haben wir zu dem Zeitpunkt gemacht. Okay, haben wir eine Idee, warum dieses 2 mal D1 minus D0, das ist ja dann unsere Richardson-Extrapolation, warum die möglicherweise besser ist als diese Approximationen D0 und D1, die wir reingesteckt haben? Naja, wir haben da oben ja so diese Darstellungen von D0 und D1, ja, ich hoffe, Sie können das sehen, hier vorne an der Stelle. Und die setze ich jetzt einfach mal ein. Und das 2 mal D1 minus D0, ja, also wir wissen, dass D1 lässt sich darstellen als f' von x plus C1 mal h durch 2 plus ein Groß O von h². Okay, da steht also zunächst mal ein 2 mal f' von x. Dann haben wir ein plus C1 mal H durch 2 durch mal 2, das ist dann plus C1 mal H, plus ein Groß O von H². Ja, das ist hier diese vierte Zeile. Und dann müssen wir noch abziehen, dass D0 und in der dritten Zeile steht, na, die Darstellung von D0 ist f' von x, plus C1 mal H und so weiter. Und das schreibe ich jetzt wieder ein. Das muss ich abziehen. Das heißt, hier steht ein Minus F' von X minus C1 mal H und natürlich wieder ein Plus Groß O von H². Also irgendein Term, den wir abschätzen können durch H². Okay, jetzt sehen Sie aber schon, was passiert ist. Nämlich, naja, 2 mal f' von x minus f' von x ist ein f' von x. Und dann dieser Term c1 mal h, der geht wieder raus. Ja, da steht hier vorne steht ein plus c1 mal h und ein minus c1 mal h, geht komplett weg. Und alles, was überbleibt, ist ein plus ein Groß O von h². Und auch da haben wir zwei davon, aber da uns die Konstanten nicht interessieren, ist das alles egal. Okay, gut, das heißt also p von 0 ist f' von x plus Groß O von h Quadrat oder mit anderen Worten, aus irgendeinem Grund kann ich jetzt hier die Farbe nicht wechseln. Wenn ich das jetzt mal anders hinschreibe, dann steht hier nichts anderes als p von 0, also unsere Näherung, unsere Richardson-Näherung, minus f' von x ist ein Groß O von h Quadrat. Das heißt, was wir hier geschafft haben, ist, wir haben reingesteckt eine Formel, die nur die Genauigkeit Groß O von H hatte, nämlich den Vorwärtsdifferenzenquotienten. Und wir haben einfach durch geschicktes Auswerten dieser Formel daraus einen neuen Algorithmus, eine neue Formel konstruiert, die die Genauigkeit Groß O von H Quadrat hat. Und das ist genau der Grund, warum diese Richardson-Extrapolation so attraktiv ist. Man kann mit kleinem h, und das bedeutet eben häufig sehr viel weniger Arbeit, eine Formel hoher Ordnung konstruieren, obwohl man, naja, vielleicht nur Formeln niedriger Ordnung zur Verfügung hat. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich werde jetzt gucken, ob von den ganzen Sachen hier überhaupt irgendwas aufgenommen worden ist.